Wisst ihr, was mein Chef immer zu mir sagt? Mein Chef sagt zu mir immer, Jakob, du musst mal ein bisschen was denken beim Schaffen. Und das ist total der Quatsch, weil ich denke sehr viel bei der Arbeit. Ich denke mindestens einmal am Tag, warum haben wir noch kein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Denke beim Schaffen. Ich habe vor kurzem mal, das war ganz geil, da habe ich so einen Artikel gelesen, der ging ums menschliche Gehirn. Und in diesem Artikel haben die gesagt, dass das menschliche Gehirn eine Warnung rausgibt, wenn wir von einer Routine abweichen. Und das ist ja eigentlich auch ganz sinnvoll, weil das schützt uns ja vor Gefahren. Ja? Das schützt uns zum Beispiel davor, dass wir, wenn wir über eine Straße laufen, dass wir nicht ohne zu gucken laufen. Oder das schützt uns davor, dass wir nicht einfach so aus dem Fenster springen. Allerdings hat das Ganze ein Problem, und zwar das Gehirn unterscheidet nicht zwischen einer guten und einer schlechten Routine. Das wirft alles in einen Topf, ja. Das ist alles gemeinsam, das heißt so viel wie, lauf bloß nicht über die Straße ohne zu gucken, sonst bist du tot, ja. Oder spring bloß nicht aus dem Fenster, sonst bist du tot. Geld muss unbedingt verdient werden, sonst sind wir alle tot, ja. Und das merke ich besonders bei meinem Kollegen Volker. Der hat mir das nämlich bestätigt, indem er neulich in der Mittagspause gesagt hat, ja, wenn das mit der künstlichen Intelligenz so weitergeht, dann können wir uns bald alle erschießen, dann hast du ja gar nichts mehr zum Schaffen. Wir versuchen das ja quasi mit Wirtschaftswachstum zu regeln, ja? Das heißt, es muss immer so viel gekauft werden, dass alle Menschen oder alle Erwerbstätigen nach Möglichkeit wieder 40 Stunden Arbeit pro Woche haben. Da denke ich mir, was für ein Quatsch. Ey, Leute, ich sag's euch, ich war vor kurzem, da war ich im Stau, ja? Da stand ich irgendwie so am Dreieck Leonberg. Und das ganze Dreieck Leonberg, soweit das Auge gereicht hat, war komplett voll mit Autos. Ich konnte echt keine Autos, vor lauter Autos konnte ich den Himmel schon gar nicht mehr sehen, hatte ich das Gefühl. Und dann kam im Radio die Nachricht, dass sie jetzt gerade wieder so ein bisschen am Überlegen sind, ob sie vielleicht wieder so eine Abwrackprämie einführen, damit wieder mehr Autos gekauft werden, weil ja die Automobilindustrie in einer schweren Krise ist. Da dachte ich mir, hä? Haben die mal auf die Straße geguckt? Gibt es zu wenig Autos oder was? Was ist denn das für eine Krise? Ich meine, wenn es so weitergeht, dann muss ja irgendwann ein Haushalt, der zwei Führerscheine besitzt, drei Autos besitzen. Sonst geht das alles ja irgendwann gar nicht mehr auf. Ja? Und dann haben sie auch noch irgendwie sowas gesagt, so, ja, eine Abwrackprämie ist ein guter Jobmotor. Das finde ich ja auch so ein geiles Wort, Jobmotor, ja? Dann hat der Volker auch gesagt, ja, das mit den Elektroautos, das kann ich nicht machen, weißt du? Das kostet alles Arbeitsplätze. Aber ich habe das stimmt wohl tatsächlich. Ich habe mal gesehen, wenn die jetzt so zwei Motoren nebeneinander halten, ne? Also einmal so ein Verbrennungsmotor, der war dann ungefähr so groß und der bestand aus circa 2000 Einzelteilen und daneben war dann so ein Elektromotor. Ja? Das war einer, der hatte genauso viel PS und so und der war aber nur so klein und der bestand aus 90 Einzelteilen. Ja? Und da ist mir eingefallen, der schlechtere Antriebsmotor ist der bessere Jobmotor. Also ich bin der Meinung, dass mit dem Wirtschaftswachstum und der Abwrackprämie und so, das ist alles nur irgendwie ein Resultat aus so einer alten Denkstruktur, die wir langsam mal irgendwie aufgeben könnten. Ja? Und ich bin der Meinung, es ist wirklich Zeit für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann könnt ihr natürlich unterschreiben für die EBI, die Europäische Bürgerinitiative für bedingungsloses Grundeinkommen, weil die macht nämlich gerade eine Unterschriftenaktion und wenn die da genügend Unterschriften zusammenbekommt, dann muss die Idee vor das Europäische Parlament, ja, unterschreiben ist ganz einfach. Ich habe es euch da unten in den Kommentaren verlinkt, da könnt ihr einfach draufklicken und unterschreiben. Ihr könnt auch einfach auf ebi-grundeinkommen.de gehen und unterschreiben. Mich würde es freuen, wenn ihr das macht und mich würde es auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, denke beim Schaffen!